Die Roadshow der Diakonie Württemberg parkte am Dienstagvormittag ihren Infobus auf dem Pausenhof der Geschwister-Scholl-Realschule in Bad Urach. Mit der Roadshow möchte die Diakonie Schüler über Freiwilligendienste sowie über das vielfältige Berufsfeld der sozialen Arbeit aufklären. Während es sich die Schüler in Liegestühlen bequem gemacht hatten, berichteten Diakonie-Mitarbeiter aus ihrem Arbeitsalltag. Der auf dem Pausenhof aufgebaute Blindenparcours bot dann auch gleich die Möglichkeit, praktisch zu üben. Bis zu den Sommerferien wird die Roadshow noch an Schulen im ganzen Bundesland unterwegs sein.